Ja, den haben sie auch erst hier eingebaut. Au, warum hast du dich nicht weggerollt? So. Das könnte übel ausgehen. So. Autsch, ja, das ist übel ausgegangen. Und ja, man merkt, ich bin ein bisschen konzentriert bei den Pursuer-Boss-Fights, deswegen rede ich nicht so viel. Okay. Unser Freund, der Pursuer. Ich sollte auch mal anmerken, die ganzen Pursuer... Ach so, den rufe ich dadurch, dass ich die Fackeln alle angezündet habe. Verdroppt der ein versteinertes Etwas? Okay. Da drin ist, glaube ich, mal wieder ein Basilisk gestorben. So. Wie gesagt, Pursuer übel. Schnell trinken. Vor allem, wenn er seinen wilden Ansturm hier macht. Und die Attacke ist vor allem gefährlich. So. Und der hatte nochmal glitzerndes Titanit dabei. So, nach all den Strapazen, den beiden Hippos, die man in Dark Souls 2 schon von Anfang an hätte machen können, die einen dann aber sowas von verdreschen, und dem Pursuer, ich weiß gerade gar nicht, habe ich es jetzt eigentlich schon erwähnt gehabt, die ganzen Pursuer-Fights, außer dem richtigen Boss-Fight in der Festung im Wald der Riesen, in der verlassenen Festung im Wald der Riesen, sind alle neu. Der Bossfight ist, glaube ich, der Bossfight ist einer von zwei Fights, wo man gegen den Pursuer kämpft, normalerweise in Dark Souls 2. Hier haben sie ihn jetzt so oft eingebaut, wir haben ihn jetzt schon viermal besiegt, abgesehen vom Bossfight. So. Wir können in dieses Sargschiff hier steigen. Das hat nur eine einzige Aufgabe, die sinnloseste im ganzen Spiel. Die Natur ihrer Existenz hat sich verändert. Wenn ich mich jetzt wieder menschlich mache, sieht man's. Wir sind ein Kerl geworden. Ja, dieser Sarg wechselt von männlich zu weiblich und andersrum. So. Da Eri aber eine Frau ist, sollte sie das auch bleiben. Ach ja, und es ist Gegner hier wieder wie spawnen. So, das Phantom, was wir hier vorhin hatten, respawnt nicht nochmal. Wir könnten uns theoretisch nochmal kurz in den anderen Tutorial-Gebieten umschauen, ob da auch ein neues Phantom respawnt ist. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Komm, trinken wir einen Schluck.
Ich glaube, das war einmalig, dieses eine Phantom, was das versteinerte Etwas droppt, was wir bei den Krähen abgeben könnten. Ja. Hier ist nämlich nichts mehr gut. Und auch hier dürften nur die Viecher sein. Okay. Das heißt, ich gebe das versteinerte Etwas einfach mal ab. Und noch haben wir es hier. Und mich wundert es echt, dass... Ach so. Ich wollte gerade sagen, mich wundert es, dass die beiden nicht wirklich was sagen. Also ablegen, ja. Und wir kriegen eine alte Peitsche. Das ist sehr schön. Die beiden geben uns nämlich Gegenst auch ein paar Waffen aus Dark Souls 1. Also zum Beispiel den Dreizack der... Ach, wie hießen sie nochmal? Der Channeler war glaube ich, der englische Begriff. So, nachdem wir jetzt alle Fackeln entzündet haben und die Hippos getötet haben, ich weiß nicht mehr, was von beim es getriggert hat, können wir, wenn wir mit ihr hier reden. You have proven yourself to the forest. We have little to offer, except perhaps the. Und ja, wir kriegen die Kelle der Maybe Magd. Bring fortune to your journey in some small way. The old long but now. Ja, mehr haben die nicht zu sagen, du? Still do you? No, now. Nein. So, wir haben die Suppenkelle der Magd gekriegt. Eine ganz normale Küchenkelle. Wer diese als Waffe wählt, hat es entweder mit einer entsprechenden Situation zu tun oder verfügt über einen seltsamen Humor. Wenn euch euer Leben lieb ist, lasst dies in der Küche zurück. Ja, keine Ahnung. Da hatte wirklich irgendein Designer zu viel Humor. So, die Scherbe wollen wir gleich abgeben. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das Zielschild kann weg. Also ja, wir haben eine Klerikerglocke und eine Priesterglocke. Die nehme ich mal wieder mit. Die brauchen wir nämlich demnächst. Königsschwertkämpferrüstung, nee. Stille kann weg. Und der Rest passt so. Dann ab nach Majula. Für zwei Level wird das ja hoffentlich reichen, was wir ansehen haben. Dann nehme ich zwei Level aufsteigen. Und den Zauber einstimmen. Dass wir endlich mal zaubern können. Ja, reicht genau für die zwei Level an Wille. Jetzt können wir uns nämlich außerhalb von Bosskämpfen auch mal so heilen. Dafür lege ich jetzt die Klerikerglocke an. Stimme die Heilung ein. Da haben wir jetzt dreimal zusätzliches Heilen. Und können jetzt hier die Dienstbotenquartieren weitermachen. Noch ein Stück weit. Naja, ich denke mal, zum Salzfort werden wir es schaffen. Und ja, ich habe gerade das nächste Gebiet verraten. Beziehungsweise das nächste Leuchtfeuer. Da unten brauchen wir Faos Weiheitsverkünder. Hier kommen wir her. Da war die Bossfight Arena. Also ist unser Weg dieser hier. So. Hier ist erst einmal was hinter der Tür versteckt, was ich ziemlich oft übersehen habe früher. Eine Soldatenseele. Bis ich mal einen passenden Hinweis gesehen habe. Versucht links, aber Vorsicht vor Hinterhalt. Schlüssel voraus, aber Vorsicht vor dahinter. Jo, hier liegt nämlich der Festungsschlüssel. Ah. Das war mit Hinterhalt gemeint. Seht ihr, an den kann ich mich auch nicht erinnern. Deswegen bewerte ich mal. Leuchtfeuer voraus, sicher nicht. Vorsicht vor hinten bewerten. Außer er meint das Leuchtfeuer in der Richtung. Egal, wir haben den Schlüssel zur Festung.
Hier, wo ist er denn? Festungsschlüssel. Öffnet Zellen der verlorenen Festung. Soldatenschlüssel. Öffnet Soldatentür im Wald der Riesen. Hatten wir auch. Und den uralten Schlüssel, den haben wir da unten benutzt gehabt. Ja. Also können wir jetzt hier in Ruhe weitermachen. Und ja, das halt hier ein bisschen nach. Und man hört Flügel schlagen. Und Gebrüll. Ja, da fliegen sie. Oh nein, das sind keine Drachen. Der da könnte ein Problem werden. Und für alle, die es nicht erkennen, wir sind jetzt oberhalb des Hofes, wo wir vorhin den Brunnen hatten. Also jo. Genau, da kommt er ja. Das war der die Königswache, die der Königsschwertkämpfer. Ich sag immer Königswache, wobei das eigentlich auch zutreffend ist. Der das letzte Mal vom Dach gefallen ist, als wir unten im Hof waren. Und der ist jetzt gerade eben da die Leiter hochgeklettert. So, hier müssen wir etwas aufpassen. Erstmal haben wir hier eine ziemlich deprimierende Türe. Da haben sie nämlich einfach ein Skelett eingemauert. Und ja. Manchmal, wenn man nicht aufpasst und die diese Dinger reinrollt, dann gehen sie los. Hurra für Rollen. Sicher nicht. Das hat sich jetzt nämlich gerade als schmerzhaft erwiesen. Und ganz dringend die Tür hier aufmachen. So. Wir können jetzt jederzeit mit der Klerikerglocke heilen, aber im Augenblick noch nicht so notwendig. So, erstmal weg mit dem da. Bevor das Gitter hochgeht. Weg mit den beiden. Den Raum betreten wir erstmal nicht. Ich will jetzt erstmal auf das Dach darüber. Und hier sehen wir auch die Leiter. Also ja, wie gesagt, hier kommen wir etwas später erst hin. Und das später ist jetzt schon eingetroffen. Und hier ist Dead End. Versucht rollen? Nein. Boss voraus. Ich guck gerade, wo müssen wir überhaupt lang dahin? Ne, da drüben irgendwo. Ne, erst einmal da lang. Ja. Hier müssen wir ordentlich drüber jumpen und das war knapp. Wenn ich runtergefallen wäre, hätten mich nämlich entweder die Hunde zerfleischt oder ich hätte einen Homeward Bone benutzen müssen. Oder das Ganze nochmal machen. Aber wir haben es geschafft. Und können jetzt hier weitergehen. Nett, dass der explodiert. Nett, dass du... So, erstes Mal Heilung benutzen. Und ja, mit der Glocke finde ich das ein bisschen komisch. Also daran konnte ich mich noch nie richtig gewöhnen. Nachricht lesen. Hurra für sinnlos und dann Flucht. Und diesen Schacht sollte man auch erkennen, beziehungsweise ich verrate es euch gleich. Da ist nichts. Hurra für sinnlos, genau.
So, wie machen wir das jetzt am tollsten?